Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz Edition Randomizer und wir sehen etwas sehr Interessantes. Los, kommt her zu mir. Sieh an, das ist also die ganze Bande versammelt. Ihr gebt euch ja echt alle redliche Mühe, Reshiram, das zweite Drachen-Pokémon, zum Leben zu erwecken. Doch den Lichtstein, den ihr sucht, findet ihr hier nicht. Nun denn, fühle dich geehrt, Seidel, unser König hat dich auserkoren. Sollte dein Herz von dem eitlen Wunsch beseelt sein, dass Menschen und Pokémon weiterhin zusammennehmen sollen, so mache dich rasch auf, das andere Drachen-Pokémon zu finden, von dem die Legende erzählt und erlange seine Anerkennung. So dann wirst du unserem König in einer letzten entscheidenden Schlacht gegenübertreten. Versagst du, so werden die Posaunen unseres Sieges ertönen und die Kunde vom Ende der schmählichen Knechtschaft, unter welcher die Pokémon durch Menschenhand zu leiden hatten, in alle Lande tragen. Wir von Team Plasma werden den Pokémon die Freiheit schenken. Ihnen die Freiheit schenken? Wünschen sich die Pokémon denn von ihren Trainern getrennt zu werden? Den Menschen ihre Pokémon zu rauben, ist es das, was sie unter Freiheit versteht? Hört, hört, Champ Lauro höchstpersönlich meldet sich zu Wort. Nachdem vor einigen Jahren dein liebstes Pokémon einer schweren Krankheit zum Opfer gefallen ist, hast du dich aus der Welt der Wettkämpfe zurückgezogen und den Top 4 befohlen, fortan an deiner Stadt über die Pokémon-Liga zu wachen. Seitdem durchstreifst du ziellos die Einerregion. Und obgleich dich ein so unerbittliches Schicksal ereilt hat, möchtest du dennoch die Welt bewahren, so wie sie ist? Diese Welt, in der Pokémon und Menschen zusammenleben? Wir sind Team Plasma und unser König wird den Menschen von einer beweisen, dass er stärker ist als der Champ, der die Pokémon nur knechten will. Und genau wie einst der Held, der einer gegründet hat, wird auch unser König mit dem legendären Pokémon an seiner Seite die neue Welt bestimmen. Seine Majestät wird allen Trainern befehlen, die Pokémon freizulassen. Zu diesem Zweck haben wir bereits für das legendäre Zekrom und für unseren König ein angemessenes Schloss eingerichtet. Ich werde siegreich sein! Für alle Trainer, die ihre Pokémon lieben! Und für alle Pokémon, die ihren Trainer vertrauen! Seine Majestät hat keinerlei Interesse an dir. Er sieht in dir nur einen weiteren Gegner, den er besiegen wird. Bist du hier geblieben, nur um das zu sagen? Beleidigung kannst du dir sparen. Du tust mir Unrecht, Lauro. Allein die Güte, die in meiner Seele wohnt und zutiefst empfundenes Mitgefühl, ja, aufrichtige Nächstenliebe legen mir diese gut gemeinten Worte in den Mund. Ich möchte lediglich die unnötige Pein und vor allem jene Schmach ersparen, die dich gewiss für den Rest deines Lebens plagen würde. Jedoch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass der Anblick verzweifelnder, ja gebrochener Menschen, insbesondere die ermatternde, von tiefer innerer Leere kühnende Dunkelheit mit ihren Augen, mich in einen Zustand überschwänglicher Freude versetzt, der sich nur schwer in Worte fassen lässt. Boah, Kinderspiel, meine lieben Freunde, ne? Boah, Hilfe. Nun denn, der Friede sei mit dir. Da fehlt mir kurz der Atem. Lauro, was hast du jetzt vor? Ich kehre zur Pokémon-Liga zurück und stelle mich N. Allerdings ärgert es mich, damit genau nach dem Wunsch von Getsis zu handeln. Und was mit dem Lichtstein? Lauro, gehen wir doch erstmal nach draußen. Ja, gute Idee. Hier ist die Luft zu stickig. Da nicht, oder was? Ich stehe in einem fucking Sandsturm. Wow. Na gut, da fehlen mir glatt die Worte. Das werde ich Ihnen nie verzeihen. Was mag dir der zwielichtige N bloß im Schilde führen? Möchte er durch einen Sieg im Kampf der beiden Drachen-Pokémon beweisen, dass er im Recht ist? Boah, Hilfe. Seidel! Hallo, Seidel, bist du da? Oh, eigentlich habe ich dich an der Strippe. Hör mir jetzt gut zu, Seidel. Lass alles stehen und liegen und komm auf der Stelle zum Museum von September City. Auf die Stelle, hörst du? Ich meine, der sehr ernst, in Ordnung? Los, nimm die beiden in die Hand. Ich konnte die Stimme der Tochter von Eberhard Esche bis hierher hören. Die schien ja völlig mit den Nerven am Ende zu sein. Was mag da nur vor sich gehen? Ich mache sofort auf den Weg zum Museum von September City. Dido, Scheren, bitte rede nicht mit mir. Flieg direkt los, komm nach. Und ich werde nochmal mit dem alten Palast eingehen, unter die Lupe nehmen. Ich kann und will einfach nicht glauben, was dieser Scharlatan. Scharlatan. Begib du dich jetzt am besten schleunig zum Museum von September City. Okay. Wie du sagst. Machen wir das mal. Wo war nochmal September hier, ne? Ja. Müssen wir mit dem Fahrrad hinfahren, wie es sich gehört. Wo ist das scheiß Museum nochmal da? Als wäre jetzt echt die Musik getriggert bleibt. Laura hat mich bereits über alles aufgeklärt. Bist du in einem ordentlichen Schlamassel geraten, Seidel? Redest du hiervon? Das
Das ist doch der alte Stein, der im Wüstenresort gefunden wurde. Genau, aber er hat tatsächlich etwas mit dem Drachen-Pokémon zu tun? Gewiss. Bei meiner Nachforschung über die Drachenstiege habe ich herausgefunden, dass in ihren Materialien verbaut wurden, die auf dieselbe Epoche hinweisen, aus der auch dieser Lichtstein stammt. Das waren eigentlich meine Nachforschungen. Wow, das war echt gute Arbeit. Aber dann können wir ja wirklich von Glück reden, dass Team Plasma vorher nicht auf diese alten Steine aufmerksam geworden ist, oder? Das kannst du laut sagen. Wir können jetzt wohl ganz sicher davon ausgehen, dass diese Halunken den Draco-Schädel gestohlen haben, weil sie vorhatten, das legendäre Drachen-Pokémon wieder zu erwecken. Na gut, Seidel, dann nimm du den jetzt. Einen Augenblick, Seidel! Diese Musik! Wenn du nicht schon an dich nimmst, bedeutet das, dass du dich endlich zum Kampf stellen musst, wenn mir etwas zustößt. Bist du darüber im Klaren? Das nehme ich als Beweis für deine Entschlossenheit. Gut, dann pass mir schön darauf auf. Hier, nimm! So ist das also. Dann birgt der Lichtschein also die Macht, den Pokémon mit uns im Notfall die Chance auf eine vollkommene Zukunft zu bewahren. Versprich mir, gut darauf Acht zu geben. Wie bewerkstelligen wir nun, dass aus dem Stein das Drachen-Pokémon erwacht? Ja. Ich hab's. Warum fragen wir nicht einfach einen Experten? Aber ja, ich weiß genau, wen du meinst. Ich werde mich auf den Weg nach Twin Lake City machen. Der Arena-Resort kämpft mit Drachen-Pokémon. Vielleicht kann ich man. Muss ja dort weiterhelfen. Ich gehe schon einmal voraus und warte dann dort auf dich. Bis bald. Natürlich, ihr habt recht. Es ist gut möglich, dass Lysander aus Twin Lake City etwas weiß. Seidel, vergiss bitte niemals, dass deine Pokémon stets an deiner Seite stehen. Wir begeben uns dann zurück ins Labor, um uns über das Drachen-Pokémon schlau zu machen. Wir werden prüfen, ob es eine Methode gibt, mit der man es wiedererwecken kann. Nur keine Angst. Wenn du in eine Klemme geraten solltest, eilen wir dir sofort zu Hilfe. Vielmehr, als dass die Situation offenbar ziemlich angespannt ist, habe ich ehrlich gesagt dich mitbekommen. Weißt du eigentlich, weil du nach Twinbreak City gelangst, Seidel? Wenn du von Nevaeo City aus die Zylinderbrücke überquerst, bist du schon so gut wie dort. Wenn dir meine Wegbeschreibung aber noch nicht reicht, dann wirf am besten einfach einen Blick auf deine Karte. Korrekt. Wir fliegen jetzt auch erstmal nach Nevaeo City. Hier ist relativ deutlich, wo wir lang müssen. Erstmal Pokémon rein. Ist ja wichtig. Sehr wichtig sogar. So. Wo genau war hier nochmal die Zylinderbrücke? Einfach nur nach rechts, oder? Schauen wir mal rein. Irgendwo hier war das doch. Wo war der da oben? Okay, hier scheint man doch nicht. Das klang gerade irgendwie verdammt cool, obwohl es glaube ich nicht so klingen sollte. Wo muss ich denn lang, verkackte Scheiße? Wie komme ich denn da oben hin? Ach da. Route 8. Vor der Zylinderbrücke kommt nur Route 8. Wir haben Gift-Dieb gefunden, das ist interessant. Wir müssen nochmal Dunkelklaue wahrscheinlich Dingens beibringen. Wie heißt er? Unser Zirklop. Zirklop, schön. Fuck, wie machen wir das? So machen wir das. Jetzt tun wir die Rätsel again. Wenn ich wieder. Ach, du bist doch so eine. Nochmal Beleber.
Moment mal. Wie machen wir das? Wie geht's auch ran? Ach, ich stehe ja schon vor der Zylinderbrücke. Easy peasy. Stimmt, oben ist das Ding, ne? Würde ich mal sagen, gehen wir da drauf. Ich glaube, uns steht ein Kampf mit Bell bevor, wenn ich mich richtig erinnere. Den kriegen wir noch hin in 5 Minuten. Seidel! In letzter Zeit habe ich mir so eine Gedanken gemacht. Ich meine, darüber, was ich machen möchte und auch darüber, was ich überhaupt erreichen kann. Ich wäre natürlich gerne ein bildschönes Mannequin wie Camilla. Andererseits würde ich mein Leben auch gerne der Erforschung der Pokémon widmen, wie Professor Ash es zum Beispiel tut. Aber dafür reicht mein Wissen über die Pokémon noch nicht aus, also muss ich noch viel mehr Kämpfe bestreiten. So, ein Bismarck. Ach, du solltest relativ einfach zu besiegen sein. Ach, Mann. Bell. Bismarck. Mann, du machst einem echt die Eier. So. Also, China. Obwohl wir in Haru, also wo wir Lavados sind, dürfen wir das eigentlich auch hinbekommen. Relativ easy sogar. Und jetzt noch ein Flammenwurf. Und dann war das. War es das mit Bell, glaube ich. Hoffe ich. Wir sind Level 53, ist nice. Flammenwurf. Nochmal Flammenwurf. Als wenn sie zweimal Top-Genesung hat. Was ist denn mit ihr falsch? Als wenn sie so viel Geld hat. Wo ist das Geld her? Das ist immer die wichtigste Frage. So. Ich komme ja aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Dafür hast du ja echt ein kleines Geschenk redlich verdient. Top-Genesung. Als mir diese Schufte vom Team Plasma in Stratos hätte ihm mein Herz allerliebstes Pokémon entrissen, da habe ich es am eigenen Leib gespürt. Wenn dieses vermaledeite Team Plasma nach einem den Gutdünken den Leuten ihre Pokémon stiehlt, bricht es so zahllosen Menschen das Herz. Seidel, ich bitte dich, gebiete den Schurken von Team Plasma und ihren Machenschaften Einheit. Niemand hat das Recht, Pokémon von den Menschen zu trennen, die sie lieben. So, das wäre dann auch schon alles, was ich dir sagen wollte. Es tut mir echt leid, ich hätte dich nur allzu gerne ein wenig aufgeheitert. Aber die Lage ist nun mal ernst. Und schließlich bist du ja nicht aus Zucker. Nun denn, alles wird gut. Besser als gut. Glaub mir, darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Also bis dann, ciao. Tschüss. Ich würde sagen... Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.